Genau. Man kann es mal ganz nach dem Motto, man kann es übertreiben. Ja, aber was soll's. Bist du okay, Tomoya? Tomoya. Verdammt, ich war der Macht eines echten Gottes nicht gewachsen, trotz des Blutes in meinen Adern. Medeas und Kenjis Tod, sie waren wohl doch nur Glücksfälle gewesen. Und du sollst das Mädchen sein, das Götter töten kann? Ich sehe nicht mehr als ein normales menschliches Mädchen. Unterschätzt mich nicht. Nicht schlecht, dass du nach einem solchen Treffer noch stehen kannst. Aber trotz der Macht, die in ihrem Angriff gesteckt hatte, du hast dich zurückgehalten, so macht es keinen Spaß. Hä? Verausgabe dich nicht, Tomoya. Ich hasse es zu kämpfen, doch noch mehr hasse ich es, wenn man nicht richtig bei der Sache ist. Ich spüre es in deiner Aura. Es war nicht einmal ein Bruchteil deiner Macht. Sie war stark genug, um meinen Männchen von den Füßen zu fegen, aber sie hätte mich niemals töten können. Für mich sah das gefährlich genug aus. Hm, so irgendwie Ultra, Hyper, Gigastrahl. Unsere Führerin hatte also recht. Na los, zeig mir deine wahre Macht. Nein, ich werde dir deinen Todeswunsch nicht erfüllen. Ach, Menno. Moment mal, sie wollte mich nie töten, obwohl ich eine Gefahr für sie darstellte. Bedeutete das etwa, dass... Dann waren es nicht euresgleichen, die uns hierher gebracht haben. Das kann ich leider weder bejahen noch verneinen. Was bedeutet das? Mein Name ist Sion Eltnam Adlasia. Ich bin eine der Göttinnen, die hier in Japan lebten, außerhalb der Stadt der Götter. Verdammt. Ich habe auch Mitglied... Oh. Verzeihung. Ich bin aber auch Mitglied der Fraktion. Die Fraktion. Die keinen tollen Namen gefunden haben. Fraktion, war das eine Widerstandsgruppe? Es klang jedenfalls danach. Ja, es machte Sinn. Für dich macht so vieles Sinn, Tomoya. Das heißt noch lange nicht, dass es richtig ist. Ihr kämpft gegen die Art, wie die Götter über die Menschen richten, habe ich recht? Das ist korrekt. Das momentane System basiert auf dem System, dass die Anzahl der Gläubigen gleichbedeutend mit der Macht des Gottes zusammenhängt. Leider wird es immer wieder von den oberen Mitgliedern des Rates der Götter ausgenutzt. Ich komme schon wieder kaum mit. Götter existieren wirklich, Mew. Sie sind jedoch mehr an der Ausweitung ihrer Macht interessiert, als den Menschen zu helfen. Einige scheinen damit nicht einverstanden zu sein und kämpfen im Untergrund gegen diese Götter. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, das ist korrekt. Die Götter setzen irgendwelche Plagen ins Land, um selbst als Retter zu erscheinen. So wurde ein großer Teil dieser Welt überflutet, um die Position des obersten Ratsmitglieds zu festigen. Das klingt wie die biblische und die sumerische Sintflut. Es war die Sintflut. Ihr kennt euch gut aus. Man hat uns ja auch aus dem Jahr 2009 hierher verfrachtet. Es ist wirklich 1304, oder? 705 Jahre aus der Zukunft. Ich kenne niemanden, der eine solche Macht hat. Auch unsere Führerin spürte nur eine gewaltige Macht in unserer Welt erscheinen. Schließlich erfuhren wir von der Bibliothekarin, dass die Macht, die Götter zu stürzen, angekommen sei. Moment, die Macht war erst jetzt hier angekommen? Was war mit meiner Vorfahrin? Sollte Hatsumomo diese Macht nicht in Sapporo entdecken? Ich konnte mich irren, aber in mir machte sich der Verdacht breit, dass allein unsere Anwesenheit bereits die Geschichte verändert hatte. Ach was. Es war nur ein Verdacht und meine Vorfahren konnten auch einfach noch unentdeckt geblieben sein. Aber die Möglichkeit war da. Bibliothekarin? Sie ist unsere mächtigste Verbündete. Sie erfasst alles, was auf dieser Welt geschieht. Sie ist praktisch die Zeit. Aber sie ist auch nur eine beobachtende Person. Sie kann Vergangenes nachlesen, aber Zeitreisen sind auch für sie nicht möglich. Von einer solchen Person hatte ich bislang noch nie gehört. Eine Person, welche die Zeit kontrolliert? Waren wir nicht erst durch die Zeit gereist? Sie konnte unser Ticket nach Hause sein. Eine Option tat sich auf, die ich nicht gewillt war zu ignorieren. Was machen wir jetzt, Tomoya? Die Fraktion würde sich sicherlich freuen, wenn wir ihnen helfen würden. Darum sollte ich euch finden. Und warum attackierst du uns? Was? Es ist nicht gerade alltäglich, dass man auf die Suche nach Leuten geschickt wird, die Götter töten können. So etwas gab es noch nie in der Geschichte dieser Welt. Ich musste überprüfen, ob ihr das wirklich seid. Und ehrlich gesagt, so ganz sicher bin ich noch nicht. Ich spürte etwas von euch ausgehen, aber es wirkt nicht so, wie ich es erwartet habe. Zwei von uns sind auch nur normale Menschen. Ach, Tomoya, mach dich nicht so runter. Dennoch, die Beschreibung passt auf euch und das ist ja immer noch dieses Gefühl. Weibliche Intuition. Ich traf bereits eine weitere Reisende wie euch. Sie befindet sich momentan in der Fraktion. Sie sprach von einem Jungen, der weiblich wäre und Götter töten könnte. Total verrückt, sage ich euch. Sie? Es gab jemanden aus meiner Zeit, die noch hier sein konnte? Sie waren alle tot oder kannten die Wahrheit nicht. Warum lugst sie uns so plötzlich?
Ein Junge, der ein Mädchen ist. In unserer Zeit war ich ein Junge, zumindest vom Körper her. Eine Göttin hatte mir diesen Körper gegeben, um etwas in uns zu versiegeln. Tut mir einen Gefallen und geht nach Tokio in die Slums. Dort findet ihr das Gasthaus zum Blauen Adler. Sagt dem Wirt, der Himmel verdeckt meinen Horizont und ihr werdet eingelassen. Um den Rest soll sich unsere Führerin kümmern. Diese andere Person aus der Zukunft ist auch dort? Korrekt. Wer ist es? Diese Information bin ich nicht berechtigt herauszugeben, denn dann würde ich ja das Spiel spoilern. Wenn ihr es wissen wollt, dann kommt zur Fraktion. Toll. Und damit verließ uns diese Göttin wieder, die Fraktion. Eine weitere Zeitreisende, eine Person, welche die Zeit kontrolliert. So langsam machte dies alles Sinn. Es macht keinen Sinn, Tomoya. Wo macht das bei dir Sinn? Wir sollten für sie arbeiten und darum hatte man uns hierher verfrachtet. Aber warum so weit weg von Tokio, wenn sie uns dort haben wollten? Nein, die Theorie war zwar naheliegend, aber sie wies einfach zu viele Löcher auf. Sie hätten niemals Mio oder Kanina geholt. Wenn überhaupt, dann hätten sie mich geholt. Da hat jemand ein ziemlich großes Ego. Habt ihr jetzt alle verstanden? Ich hinke immer noch ein wenig hinterher. Dann lass uns die Ereignisse noch einmal zusammenfassen, damit wir nichts vergessen. Yay, Geschichtsstunde! Es begann vor einer Woche, als ich meine Lehrerin rettete und als Dank der Familienfluch von mir genommen wurde. Seitdem bin ich das, was du jetzt siehst, ein Mädchen. Tomoya versuchte, Hatsumomo zu finden und lebte so lange bei mir. Das war kurz bevor wir damals zusammen einkaufen waren? Korrekt. Danach geschah erst einmal eine Menge Sachen, falsche Erinnerungen, Karins Tod und das Auftauchen eines Vorfahren von mir. Das meiste davon ist unwichtig, besonders Karins Tod, bis auf den Vorfahren, ganz genau. Er half mir auch, wenn ich das nicht immer bemerkte. Am Ende löste er die letzte Barriere in mir und schaltete damit meine Fähigkeit in mir frei. Töten von Göttern, korrekt? Neutralisieren von Dingen, die göttlich sind, wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich kann ihre Magie und ihre Fähigkeiten neutralisieren. Und ja, ich kann sie auch töten, da die Fähigkeit der sofortigen Regeneration ausgeschaltet wird. Kann man es so sagen, dass sie vor dir praktisch normale Menschen werden? Ja, das trifft es gut. Ja, das war eine interessante Theorie. Sie wurden vor mir zu Menschen. Ob sie in meiner Anwesenheit auch anfingen zu altern? Rein theoretisch müssten sie es. Okay, soweit habe ich das verstanden. Wie es scheint, hat uns irgendjemand oder irgendetwas hierher gebracht. Wegen dieser Fähigkeit. Zumindest wird sie gebraucht. Allerdings kann ich mir eure Anwesenheit hier nicht richtig erklären. Sion erwähnte, dass noch mehr Menschen aus unserer Zeit hier wären. Wenn man bedenkt, dass Mio mit der Sache rein gar nichts zu tun hatte und auch Kanina mehr oder weniger nur teilweise hineingerutscht war. Es könnte absolut jeder sein, mit dem ich Kontakt hatte. Moana, Makoto, es wurde zwar von sie geredet, was soll's, Kotomi oder eine andere Person aus unserer Klasse. Allerdings wussten sie alle nichts von der Verwandlung. Wobei, Moana wusste Bescheid, sie muss es sein. Alles andere ergebe keinen Sinn. Ja, bei dir muss alles erstmal Sinn ergeben, nicht wahr? Unser Ziel bleibt also erstmal Tokio? Dazu muss ich euch etwas sagen. Du hast eine Ahnung? Es ist 1304. Natürlich habe ich eine Ahnung. Damals waren alle Leute intelligent. Das ist das Jahr, in dem mein Familienfluch seinen Anfang nahm. Das Jahr, in dem Hatsumomo die kleine Eier wegen meinen Fähigkeiten benutzte und ihren Todesengel Kenji verwandelte. Hatsumomo wollte das Göttersystem stürzen, genau wie die Fraktion. Andererseits ist diese Vergangenheit irgendwo auch anders als die, von der ich weiß. Schaut euch nur mal um. Christliche Kirchen, Götter, die normal unter den Leuten wandeln, eine ganze Stadt der Götter. Das alles steht nicht in den Geschichtsbüchern. Auch Sion meinte, dass meine Fähigkeit einmalig sei. Man spürte unsere Ankunft, aber nicht die Macht von Ei. Die Frage ist also, ob dieses Mädchen in dieser Zeitlinie existiert. Wir haben also entweder eine andere Vergangenheit oder die Zukunft für immer verändert. Apropos Geschichtsbücher, ja? Der Gewinner schreibt die Geschichtsbücher. Natürlich. Oder dies ist eine andere Dimension. Oder ich bin tot und das ist die Bestrafung für mein Leben. Du meinst eine parallele Dimension? Darüber habe ich mal was gelesen. Die These sagt, dass, einfach ausgedrückt, ganz viele Zeitlinien existieren. Jeder davon hat verschiedene Dinge anders, selbst wenn es nur der Zeitpunkt ist, an dem ein Mensch zwinkert. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass ich zwei solche Dimensionen bereits erlebt habe. Das ist unwahrscheinlich. Als ich behauptete, Tomoya Kanina zu sein, um meine Identität zu verbergen, sollte ich auch erklären, dass ich auf einmal ein Mädchen war, bekam ich plötzlich falsche Erinnerungen und auch andere Menschen erinnerten sich an Dinge, die nie existierten. Auch du warst eine der Personen, Mio. Stimmt, wie kam ich damals in der Schule darauf, dass wir zusammen in Sapporo waren? Er wurde praktisch gesehen zu meiner toten kleinen Schwester. Wahrscheinlich haben sich dort mehrere Dimensionen überlagert und versucht, ein Paradox auszugleichen.
Ach wirklich, Tomoya? Bist du jetzt unter die Dimensionsprofessoren gegangen? Das zweite Mal ist noch verrückter, aber ich schwöre euch, dass ich mittendrin ein weiteres Leben erlebt habe. Du meinst sowas wie eine Wiedergeburt, nur mitten in deinem Leben? Klingt cool. Allerdings, wir waren alle in Sapporo und auch hier wurde ich von dem Fluch verwandelt. Allerdings liefen einige Sachen etwas anders als in meinem wahren Leben. Kanina zum Beispiel tauchte nur einmal kurz auf, dafür war ich mit ihrer kleinen Schwester befreundet. Meinst du, dass dies etwas mit unserer jetzigen Situation zu tun hat? Indirekt. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die wir mit Sicherheit sagen können. Egal wer, egal was uns hierher brachte, der Grund war meine Familie. Großes Ego! Das Jahr passt einfach zu gut, um nur Zufall zu sein. Sollten wir dann nicht vielleicht dieses Mädchen, wie hast du sie genannt, Ei? Sollten wir die dann nicht suchen? Ich weiß nicht, was das für Konsequenzen haben könnte für die Zukunft. Unsere Aktionen können fatale Folgen haben, daher sollten wir uns genau überlegen, was wir tun und was nicht. Wenn ich jetzt noch einmal darüber nachdenke, dann sollten wir uns erst diese Fraktion ansehen. Ich will wissen, ob es wirklich Hatsumomo ist. Außerdem interessiert mich diese andere Person aus unserer Zeit. Wenn wir hier wegkommen können, dann möchte ich gerne alle aus unserer Zeit mitnehmen. Gut, machen wir das. Hast du alles verstanden, Miu? Ich denke schon. Zumindest weiß ich, dass ihr auch nur Ansätze habt, aber nicht genau wisst, was los ist. Gut, wenn noch Fragen sind, dann frag mich einfach. Na, dann fragen wir doch mal über Tomoyas Fluch. Als diese Fähigkeit Göttliches zu negieren in unserer Familie auftauchte, habe ich die Götter aus Angst diese Fähigkeit in uns versiegelt. Und ich müsste erst mal lernen, richtig zu lesen, verdammt. Die Göttin, die dies tat, konnte dieses Ziel nur erreichen, indem sie unsere komplette DNA versiegelte und damit auch unsere echten Körper. 1304, also im momentanen Jahr, fing das an mit meiner Vorfahren Ei und zog sich bis zu mir hin. So ist es gewesen und nicht anders. Gebrochen habe ich diesen Fluch, die Göttin ist in meiner Zeit tot. Ich frage nichts mehr, denn ich verlese mich ständig. Jeder, der es noch wissen will, muss das Spiel spielen, verdammt. Okay. Ich glaube nicht, dass ich noch Fragen habe und der Kerl, der das hier vorliest, scheint auch schon ziemlich genervt zu sein. Ja. Yep. Danke, Miu. Gut. Dann lass uns so bald wie möglich dieses Gasthaus zum Blauen Adler in Tokio aufsuchen. Wir sollten nicht vergessen, etwas Verpflegung im Gasthof einzupacken. Das wird ein anstrengender Zwei-Tage-Marsch. Ja, darf ich jetzt endlich das Haus looten? Das Gefäß ist leer. Ach, wirklich? Oh, doch nicht. Aha, am Boden scheint etwas zu kleben. Wow, ein kleiner Dolch, yay. Da versuche ich gerade, die kleinen Dolche loszuwerden. Auch wenn mein Mann die ehrwürdige Sion verehrt und nie mit meinen Kochkünsten zufrieden ist, so ist er dennoch Christ und nicht unbedingt mit all ihren Entscheidungen einverstanden. So. Dann würde ich meinen, bevor ich mich ins Gasthaus begebe und dann weiter auf die Reise mache, mache ich erstmal kurz Pause und wir sehen uns gleich wieder, beziehungsweise im Anschluss, je nachdem wie ich schneide, ihr wisst schon.